Für die Signatur von La Dupe, mein Name ist Maria Kochendörfer oder Mia Kochendörfer. Und ich springe spontan ein für Moritz, der leider krank ist, und die besten Genesungswünsche zu Moritz. Und wir machen jetzt trotzdem mal einen Rocken, passend zur ganzen Krise und zur Zeit, die Wolfsmilch. Der Film vorab für die jetzt im Online-Kurs, die den jetzt noch nicht gesehen haben, sollten unter YouTube gehen und gucken, wie die Wölfe die Flüsse verändern. Ich finde, es ist ein ganz guter Einstiegsfilm, um zu sehen, welche kleine Auswirkungen sich dann aufs ganze Ökosystem dann überträgt. Und bei uns ist es ja leider so, jetzt nachdem der Wolf wieder zurückkam, nachdem er ja Anfang des 19. Jahrhunderts als ausgerottet galt, 1904 wurde der letzte Wolf in der Lausitz erschossen. Er ist ausgestellt im Naturkundemuseum in Hoyerswerda. Und jetzt irgendwie dann 1970 kam er dann wieder über Polen zurück zu uns in unsere Lande und wurde dann aber auch steht unter Naturschutz. Und jetzt, ich habe ja dann recherchiert und gesucht. Darum freut mich das so eine gegenteilige Meinung zu hören in dem Film, weil bei uns ist es ja nur so, der Wolf ist schlecht und er reißt Lämmer und Tiere und ja, er hat eigentlich hier nichts zu suchen, die Menschen fühlen sich bedroht. Habe aber dann interessanterweise festgestellt, dass es Neustadt an der Spree, also es ist in der Lausitz, ein Dorf gibt, was halt so ein so das Wolfsdorf auch genannt wird. Und die waren ziemlich überrascht, als das dann in der Presse stand, ja, und die Menschen hätten Angst und bla. Und dann sagen sie, ja, jetzt hat sich da einer aufgemacht, der ganz fasziniert vom Wolf war und hat dann mal so in diesem 500-Seelen-Dorf nachgefragt. Und dann war das aber gar nicht so. Also auch dieses Interview mit den Müttern, wo sie sagen, also der Wolf wird jetzt nicht am helllichten Tag unsere Kinder anfallen. Aber da kommt natürlich auch der ganze Mythos, der böse Wolf hoch. Aber jetzt habe ich schon mal ganz anders angefangen. Das ist dieses Widerspiel zwischen, ja, was ist denn wirklich Legende und Sage? Da kommt dann auch noch der Werwolf und das Böse. Und was ist denn tatsächlich wirklich der Fall? Und da ist dann immer klar zu unterscheiden, wie lebt der Wolf in seinem eigentlichen Territorium wild und wie sind die ganzen Studien, die es jetzt in der Gefangenschaft machen, also wo er dann eigentlich der Wolf domestiziert wird, was jetzt eigentlich dann die Ableitung des Hundes war. Und da kamen dann ganz interessante Abweichungen ja raus, wo du sagst, okay, was ist denn wirklich noch die Wolfsnatur? Also generell ist der Wolf das größte Raubtier der Hundefamilie. Und zur Hundefamilie gehört neben Hund und Wolf auch noch der Kojote und die Füchse und die Schakale. Und der Wolf ist so, ja, der ist ja altbekannt als Isegrim und wir kennen ihn aus dem Märchen eben. Dann ist er der böse Wolf und die sieben Geißlein und das Rotkäppchen. Interessanterweise, da kommen wir dann bei den Leitsymptomen auch wieder dazu, ist das Rotkäppchen eher konnotiert für Tuberculinum und das der Wolf und die sieben Geißlein ist eher Lacaninum. Da können wir dann mal eine Abgrenzung machen, was ja, der Unterschied zwischen Lacaninum und Lacrufi ist. Aber der Wolf an für sich ist ja, dem Hund zwar ähnlich, aber er ist viel schmaler, hat behaarte Ohren, die Ohren sind spitzer und er hat ganz, ganz scharfe Sinne. Also er riecht 100 Mal besser wie der Mensch und er kann auch Gifte riechen. Und darf ich ganz kurz was ein? Alle, ich weiß, ihr habt viel zu tun. Ein Film, uralt, aber genial. Wolfen. Mhm. W-O-L-F-E-N. Irgendjemand die sehen? Geil, nur geil. Und teilweise aus der Perspektive des Wolfes gedreht. Und da kriegst du mit, was der alles riecht, wie der wahrnimmt. Unbeschreiblich. Ja. Also du kannst auch gerne immer ja, ich weiß es, ich weiß. Unterbrechen oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich mag es lieber interaktiv und nicht als Monolog. Also wenn da irgendwie immer interaktiv. Ist, immer interaktiv. Also die Faszination, wenn eben der Wolf als ausgestorben galt und dann kam er wieder zurück. Und das ist auch eins von den Leitsymptomen, dass er einen ganz starken Überlebenswillen hat. Also so zeichnen sich auch die Persönlichkeiten aus. Und er ist sehr anpassungsfähig, also nicht nur den Umwelteinflüssen, sondern generell auch im Rudel. Die haben dann so festgestellt, weil im Rudel gibt es ganz klare Hierarchien und Strukturen. Da gibt es einfach das Alpha-Pärchen und nur die haben auch Kinder.
Also in den Gefangenschaften haben dann auf einmal die Rudel, dann haben auch noch andere Weibchen Kinder, aber normalerweise ist die Hierarchie ganz klar, es gibt das Alpha-Tier, das Alpha-Weibchen und Männchen. Es wird dann auch, also das Weibchen kann nur, ist zeugungsfähig von Januar bis März, eine Woche. Und das ganze Rudel baut dann auch den Baum, wo dann das Weibchen drinnen ist. Und das letzte, also diese 9 Wochen haben die irgendwie Schwangerschaftszeit. Und das letzte Monat liegt dann das Weibchen wirklich nur noch in der Höhle, was von allen eben gefertigt wurde. Ist relativ mittig vom Revier, mit Wasserzugang. Und dann wird das Weibchen vom kompletten Rudel versorgt. Das heißt, die gehen auf die Jagd, fressen, kommen zurück und dann wird das Ganze hochgewürgt und mehr oder weniger dem Weibchen dann zur Verfügung gestellt. Das Gleiche wird auch gemacht für kranke Wölfe. Also das ist ein absolut soziales Wesen. Es wird da wirklich aufeinander geachtet. Und wenn eben dann ein kranker Wolf da ist, dann wird er genauso versorgt wie und nicht zerfleischt oder zerhackt. Wo du dann denkst, das ist hat einen ganz starken Familiensinn, ist sehr, sehr loyal. Und das wiederum ist auch ein Leitsymptom eben für die Persönlichkeit von Laglupi, dass die eben einen ganz starken Familiensinn auch haben. Und durch dieses, es wird immer alles geteilt, haben die dann auch oftmals die Geldprobleme, weil die halt immer alles teilen. Also die kennen da nicht die Grenze von wegen, ich muss jetzt mal auf mich achten, sondern das Rudel ist immer vor dem Individuum. Und wenn er dann sagt, ah, der böse Wolf, oder Andreas hat es vorher erwähnt, es gibt natürlich den einsamen Wolf, aber das sind Einzelgänger und die sind vielleicht gerade auf der Suche, ihr eigenes Rudel aufzubauen. Oder was auch der Fall ist, dass sie sich irgendeinem Rudel mal kurzzeitig anschließen. Also die Einzelwölfe sind meistens so 2, 3 Jahre alt, dass sie sich von einem Rudel abgespalten haben und dann eben auf der Suche sind nach einem neuen. Oder vielleicht sich mal wieder in einen anderen Rudel anschließen und dann ist auch dort wieder die Unterordnung total klar. Also wenn da ein Alpha-Tier ist, das wird auch bei der, beim Fressen deutlich gemacht, weil wenn dann einer meint, er müsste jetzt den einen da jetzt halt irgendwie anstupsen, wird der weggebissen und dann kommt aber auch diese Devot-Haltung. Dann ist dem Beta-Männchen sofort klar umgebaut und dann wird da rumgesprungen und wieder versucht, sich da in Anführungszeichen einzuschleimen. Auch das hat Laglupi. Also das ist, zeigt sich so auf jeden Fall in der Wildbahn. In der Gefangenschaft ist es anders. Da war jetzt in Österreich eben, wo die wirklich dann auch Hunde parallel zu Wölfen im Gehege gehalten haben und wo man ganz viele Ähnlichkeiten auch dann abgerufen hat. Und da war es so, dass wenn die Fressen bekommen haben, dass es kein Alpha-Beta auf einmal mehr gab. Die wurden aber auch alle mit der Flasche großgezogen, also da war nichts Wildes mehr vorhanden. Und von dem her gesehen, wo man ganz klar sieht, also wenn man dann die Studien machen möchte von den Wölfen in Gefangenschaft, spiegelt es nicht das Verhalten des eigentlichen Wolfes von der Natur wider. Der Wolf an für sich sind auch die Charaktereigenschaften, die man dann auch wieder bei der Persönlichkeit von Laglupi-Persönlichkeiten hat. Er ist stolz, intelligent und sehr robust. Also obwohl er so schlank ist, ist er wirklich zäh. Ist ein edles Tier. Sehr verkraftstrotzend, aber auch misstrauisch und distanziert. Also beäugt das Ganze mal so von der Seite. Und er ist sehr ungern alleine, weil er eben so familienorientiert ist. Und er ist extrem sozial. Es wird ja dann oft dann auch geschimpft, so von wegen vom Jagdverhalten, dass die ja viel mehr Tiere reißen, wie sie eigentlich zur Nahrung bräuchten. Hat mit dem zu tun, dass, also da habe ich jetzt mit einem Freund, der Jäger ist, gesprochen, der hat dann das wieder revidiert, aber in Wikipedia stand, dass der Wolf bei den Huftieren, die so abpasst, und in dem Moment, wo sich die schrecken und weglaufen, dann fängt er zum Jagen an. Nicht sonderlich lang, er ist eher so der Kurzsprinter, zack und weg. Aber wenn dieses Huftier groß genug ist und nicht in die Angst geht, dann guckt er da nur rum und wenn sich das nicht bewegt, also wenn es keinen Fluchtimpuls hat, dann greift er auch nicht an. Also der Jäger hat dann gesagt, nee, es kann nicht sein, weil in der Gegend um Hannover, dann ist das ganze Muffelwild, die Namen so nett,
der ausgestorben wegen dem Wolf, aber das hat er auch nur von Jägern gehört. Also ich möchte da einfach nur die unterschiedlichsten Informationen halt hinweisen. Aber es ist natürlich verständlich, wenn jetzt so ein Wolf oder so ein Rudel in die Schafsherde reinkommt und die sind alle aufgeschreckt und laufen davon, dann weiß er überhaupt nicht mehr wohin und dann geht es einfach nur darum, dass die das anfangen zu reißen. Aber man kann ja auch den Schafen jetzt sagen, hey, stirbt jetzt bloß einer, wenn die anderen stehen bleibt. Ich meine, das ist einfach der natürliche Reflex, der dann stattfindet. In der Lausitz war es eben so, dass dann eben einmal so, ein Wolfsrudel irgendwie 30 Schafe gerissen hat, was natürlich fatal ist, aber man muss auch dazu sagen, die bekommen dann vom Staat eine Ausgleichsentschädigung und dann werden Elektrozäune aufgestellt. Aber der Disput eben, wer war zuerst da? Und noch ein bisschen interaktiv? Ja, bitte. Das beste Mittel gegen Wolfsübergriffe auf Herden sind Herdenhunde. Ich habe zwei Höfe, weil ich so ein großer Alpaka-Fan bin. Und die haben Alpakas und Wölfe lieben zartes, junges Alpaka-Fleisch. Und die haben aber aus Italien, die sind so groß und weiß, Herdenschutzhunde geholt. Die kommen nie ins Haus, die sind von Anfang an in den Alpaka-Rudeln und die denken wahrscheinlich, sie sind Alpakas. Und die sind nur Tag und Nacht mit den Alpakas und an Herden, wo diese Herdenschutzhunde sind, gehen keine Wölfe. Weil Wölfe sind nicht bekloppt. Die wissen, gegen die Herdenschutzhunde, es ist schwierig. Ein Wolf würde nie den Verlust eines Rudelmitglieds riskieren aus so einem Heroismus. Wölfe sind sehr taktisch, darum sind Wölfe auch Guerillas. Wölfe greifen auch mal aus dem Hinterhalt an. Weil sie sind eben nicht so viele wie die Indianer. Die konnten sich auch keine Frontalangriffe leisten, weil sie waren nicht so viel. Also das beste Mittel gegen Wölfe sind Herdenschutzhunde. Und dann hast du keine Probleme mit den Wölfen, weil Wölfe sind nicht bekloppt. Die gehen nicht an Wild, wo sie wissen, sie kriegen richtig Ärger. Also beim Wolf geht es immer um Ordnung. Darum sollen sich Lehrer und Ehemänner etc. nicht darüber aufregen, wenn Beta-Rüden an ihre Schüler oder an ihre Frauen gehen, weil sie waren einfach zu schwach. Wenn sie fit sind, wenn sie bei sich sind, dann hält jeder Beta-Rüde die Ordnung. Wenn sie aber selbst krank sind oder humpeln oder nur im Sitzen pinkeln, dann ermutigen sie die Beta-Rüden, die Ordnung in Frage zu stellen. Sehr spannend. Ja, bitte. Also das passiert vor allem in der Winterzeit. Und der Grund, warum das Alpha-Tier als allererstes frisst, ist eben, weil es muss auch am stärksten sein. Also deswegen braucht es die beste Nahrung und muss sich aber auch dementsprechend halt abgrenzen, um den anderen auch die Sicherheit zu geben. Ich weiß, was lang geht und so machen wir es und das ist dann der Plan. Also das mit den Hunden war das dann so, dass der in der Lausitz dann auch wirklich neben den Elektrozäunen, also auch sich solche Hunde geholt hat. Und einmal ist es dann noch passiert, aber dann war nur ein einziges Lamm gerissen worden, weil dann kam sofort der Hund. Sofort. Und dann waren die Wölfe weg. Ja. Also er hat dann gedacht, ja, wie kann das sein jetzt mit diesem einen Lamm? Aber er hat es dann anhand von Bildern eben nachstellen können. Er hat gesagt, nee, da war dann sofort der Hund da. Und dann, wie du es beschrieben hast, dann war auch Ruhe. Ja. Der Wolf an für sich ist so zwischen 1 bis 2 Meter lang. Ein Drittel von der ganzen Körpergröße macht sein buschiger Schwanz aus. Und im Vergleich zu seinen Artgenossen den Hunden hat der den aber eigentlich meistens immer hängend und nicht hier wedelnd freudig. Wenn er läuft, ist er eben das, was macht ihn dann so edel und galant aus, weil er auf so wie auf die Fingerspitzen von seinen Tatzen eben geht, hat eine Schrittlänge von 1 Meter. Also wenn ihr irgendwo mal Spuren im Wald habt und euch nicht sicher seid, was ist das? Wenn es unter 1 Meter ist, ist es kein Wolf. Und das Fell geht von weiß bis über grau, braugelb, aber auch, es gibt auch schwarze Wölfe, wobei sie da festgestellt haben, dass das Schwarz eigentlich wirklich wieder vom Hund zurückkam. Also so klassisch werden die Wölfe an für sich nicht schwarz. Und dann bei den ganzen Sagen, wo sie eben von diesen schwarzen Wölfen sprechen, wo man dann jetzt klar ist, ob es denn auch wirklich der Wolf war oder ob es nicht einfach bloß ein großer schwarzer Hund war. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Die Schnauze ist meistens hell und weiß,
sicherlich auch dafür, dass wenn die nachts jagen und dann eben unterwegs sind, dass sie sich gegenseitig erkennen, so wie eine Art Rudelkennzeichen. Und Andreas hat es ja schon beschrieben, sie haben ab und an das Clevere, dass sie wie so eine Art Hinterhalt machen und dann so jagen, ist aber nicht gezwungenermaßen, die nehmen auch Aas, also wenn es ein krankes Tier ist, und so wie es auch im Film gezeigt war, sie reinigen eigentlich sowieso das System, was die Natur vorgibt, dass einfach der Schwache halt dann weg ist. Natürlich traurig, wenn es dann so ein kleines Lämmchen ist oder bei den Wildschweinen halt jung. Aber das ist leider so, ist halt die Natur. Das schwarze Fell finde ich dann auch ganz spannend, weil es eben, oder überhaupt, wenn sie dann so analysieren, was ist der wirkliche Wolf, wo kommt die Rasse her, da gibt es ja auch, also da kannst du ja ein Buch drüber schreiben. Und als Leitsymptom bei Lac-Lupe geht es auch um Rassen. Es ist eben ganz viel die NS-Geschichte mit drinnen, die schwarzen Uniformen, die schwarzen Ledermäntel, das ist alles Lac-Lupe. Träume von SS, Lac-Lupe, sechswertig. Ja, Träume auch von Feuer, das ist auch Feuerwehrmänner und überhaupt, das ist alles Lac-Lupe. Von der Struktur weiter. Die Fortpflanzung hatten wir. Die Jungen sind vielleicht, da habe ich ja ganz unterschiedliches gehört, 4 Wochen oder so, dass das gesäugt wird von der Mutter. Und dann kommen aber auch da schon wieder die Rudelmitglieder und bringen eben Fleisch, dass die mehr oder weniger auch sofort in der Gemeinschaft integriert werden und somit gar nicht die starke Mutterbeziehung haben. Was außergewöhnlich ist, weil man kennt ja das Romulus und Remus, das ist ja die Söhne des Mars. Das Mars war, war die römische Bezeichnung des Gottes. Und der hat eben am Tiber die Söhne abgelegt und der Wolf, der stand eben also als Tier für den Gott Mars, neben dem Specht auch. Und dann kam die Wölfin und hat eben diese beiden Jungs großgezogen. Und die beiden Jungs, das ist auch der Ursprung von der Stadt Rom, also Romulus, Rom. Und Romulus hat seinen Bruder Remus ermordet. Und darum alles, was Brudermord, Vatermord zu tun ist, also sind auch wieder so Themen von Lac-Lupe. Und zwar mit dem Zitat, wer über diese Mauern springt, der soll mit der gleichen Handlung rechnen, also mit dem Mord. So hat er seine Stadt dann eben gesehen oder zu verteidigen gewusst. Weiter geschichtlich gesehen ist das Wort Lupe eben die Wölfin und steht auch für Priesterinnen der Lupa, aber auch für die Prostituierte. Und das Sexualverhalten ist eigentlich beim Wolf jetzt an für sich nicht so stark ausgeprägt, aber Leitsymptom für Lac-Lupe ist es, dass ein stark ausgeprägtes Sexualtrieb herrscht. In China war der Wolf heilig, weil er eben den Palast des Himmels bewacht hat. In der Mongolei, wie Andreas schon sagte, ist eben der Wolf eigentlich der Vorfahre von Genghis Khan. Im Hinduismus steht der Wolf als Zeichen für die Nacht und gleichzeitig als Reittier von furchteinflößenden Göttinnen. Betonung auf Göttinnen. Göttinnen. Als Reittier von Göttinnen. Ja, schöne Metapher. Und gut, dann der Wolf, es ist ja auch wie bei den Engelwölfen vom Schamanismus her ein ganz starkes Krafttier. Und aber auch schon die Adeligen bei uns, also Wolfsburg, das hat ja auch den Namen von dem Tier, weil sie sich mit diesem Mut dieses Tieres auch verbinden wollten. Und die Adeligen haben sich damit auch geschmückt, also deswegen ist es dann auch auf dem Wappen. Also es ist so, der Wolf hat dieses mystische und positive. Und dann irgendwann wurde es aber eben dann dämonifiziert und dann nur noch als das Schlechte gesehen. Und was dann auch irgendwo auch mit dem christlichen Glauben dann zu tun hat. Und da kommt dann auch wieder das Mittel an für sich, dass du einfach zu deiner wahren Natur findest, dass du nicht unterdrückt wirst, dass du nicht irgendwo dich anpasst, weil jetzt die Religion oder wer auch immer irgendwas von dir erwartet, sondern Ulrike Müller hat es irgendwie genannt, wie Lac-Lupe ist homöopathisch ein therapeutisches Einweihungsmittel. Und da, dass du wirklich
zu dir findest, dass du deine eigene Wahrheit erkennst. Und da, glaube ich, ist es so diese Geschichte zwischen, was jetzt wirklich die Natur des Wolfes ist und was dem armen Tier alles angedichtet wurde. Dann der Wolf, von den Runen her, ist es der Tivatz zugeordnet worden und symbolisierte eben die Gerechtigkeit, den Krieg, die Disziplin. Also Krieg ist ja auch wieder dann das Ganze von den Leitsymptomen, was wir nächstes Mal machen. Aber auch eben die Spiritualität. Es geht aber um den gerechten Sieg und nicht um dieses, was man jetzt eigentlich eher wieder dem Isegrim unterstellen würde, das Hinterlistige. Und spannenderweise, wenn man das von den Kulturen her vergleicht, also was bei uns halt der Wolf ist, ist in Indien der Tiger und in Afrika ist es der Löwe. Also nur um so Analogien dann irgendwo zu finden, um das abzugleichen. Wie sich das jetzt halt rein arzneimittelmäßig dann äußert, da habe ich jetzt nichts dazu gefunden. Bei dem Heulen, da sind sie sich, darum hätte ich ganz gern, vielleicht können wir das ja nachher nochmal machen, dass man die Augen zumacht, was ihr mit dem Heulen verbindet. Weil da gibt es eigentlich keine wirkliche Info drüber. Was drückt der aus? In der Lausitz, der Wolffreund hat gemeint, ach ja, das ist das Paarungszeichen und hat dann eben das interpretiert, wie wenn die Wölfin schreit. So von wegen, ach hallo, hier, schöne graue Wölfin. Weiß jetzt nicht, inwiefern man das wirklich als so nehmen kann. Was aus den Dokumentationen rauskam, war, dass es eben als Abgrenzung für die Reviere ist, dass man dieses Geräusch, also dieses Heulen 8 bis 11 Kilometer weit hört, der Mensch. Und jetzt ist aber unser Gehör ja so viel schlechter wie das vom Wolf. Und darum, glaube ich, ist es so, dass die ja sagen, okay, wenn nämlich ein Rudel nicht zurückheult, dann muss man vorsichtig sein, weil dann ist es prädestiniert, dass es angegriffen wird, weil dann ist es schwach. Also dieses Heulen hat da, bei denen wurde es so kommuniziert, dass es eher eben der Verteidigung dient, der Revierabgrenzung. Also nicht nur durch Koten und Urinieren, sondern auch das Heulen, wenn die dann eben ihr Revier ablaufen, um klar zu machen, hey, hier ist es. Und wenn dann aber dieses Territorium überschritten wird, dann gibt es auch Tote. Also das muss man sich dann auch im Klaren sein, wenn wirklich da ein Rudel angreifen würde, dann geht es meistens nicht freundschaftlich aus, sondern man muss eben auch wieder klar sein, dass die Hierarchie weiterhin besteht. Ganz kurz, ich weiß, ihr seid alle erwachsen und hochintellektuell, ihr werdet alle nicht Twilight geguckt haben. Twilight guckt man ja immer nur heimlich und eigentlich liest es ja nur die Tochter. Aber da ist ganz schön Wolfsverhalten zu sehen, weil meine Lieblings-Indianer, Quinhold sind der andere Stamm, die waren die Quiloid. Wie heißt er? Jakob oder wie hieß er? Ja, Jacob war ja ein Quiloid. Und die konnten sich ja in Wölfe verwandeln, um die Leute vor den Vampiren zu schützen. Und das ist wirklich irre, wie die sich dann verwandeln und wie die dann auch angreifen, ja? Und auch diese Moral vom Jakob, ja? Der hatte ja seine ganz eigene Moral. Das ist ein sehr, sehr schöner Lehrfilm für Luck Loopy. Ich kenne jetzt Twilight nicht, aber tja, du bist zu intellektuell. Ich hätte auf ganz tolle Unterlagen von meinen Kollegen zurückgreifen können, dass ich das in der Schnelle jetzt irgendwie zusammensortiert habe. Und da wurde dann aber, nur um zur Abgrenzung zu kommen, wenn ihr den Film kennt, also da ist anscheinend auch irgendein Sam mit dabei und der ist Luck Caninum versus dem Jacob, der halt dann eher der Luck Loopy ist. Also stand in den Unterlagen drin, das ist die einzige Verbindung, die ich zu Twilight habe, sonst muss ich wirklich schaffen. Das Weitere, also was dann auch wieder eben, wie vorher schon gesagt, aufs Mittel hinweist, dieser Vollmond, dass die dann heulen, wenn Vollmond ist und dass man eben dort aus dem Schattendasein rauskommt. Also sowohl ist Luck Loopy gut, dass man seine Schatten erkennt und sich auf den Schatten stellt. Das ist ja so dieses, wenn man nur so im phosphorischen Bereich eben ist und dann eben, ach, alles Sonne, alles schön, aber jeder hat ja auch immer so die andere Seite, so, ja, die Chinesen sagen eben, wie das Hirn hat sein Yang, hilft eben dort auch Luck Loopy, dorthin zu gucken und das zu sehen. Interessanterweise entstehen dann aus diesen ganzen Vollmondgeschichten ja dann auch diese Werwolf-Stories. Und ich bin dann eher bei Harry Potter wieder mit dabei, wo dann Lupin eben zum Werwolf wird und dann seine Kollegen sich dann umwandeln in andere Tiere, damit sie ihn begleiten können. Aber
diese ganzen Geschichten von denen, ja, der böse, böse Wolf, da kam es halt dann wieder, was ist wirklich gut, was ist böse, wo ist die Freiheit und wo ist die Pflicht? Also ich finde es dann auch, wie wir es heute Morgen eigentlich schon hatten mit dem Corona, eben dieses, wie weit lässt du dich dann in deiner Freiheit einschränken und wo ist es die Pflicht, dass du Rücksicht nimmst auf die anderen? Also dieses, ich glaube, dass keiner irgendwie unsozial ist und jetzt absichtlich sagt, ach, ist mir alles wurscht und dann sollen wir sterben. Nein, aber es geht, glaube ich, dazu, dass man sagt, ja, der Tod gehört zum Leben dazu und Freiheit ist auch ein wichtiger Bestandteil einfach von unseren Grundrechten. Aber da ist es so, ja, ich glaube, ich freue mich drauf, ich werde auf jeden Fall vor den Leitsymptomen La Gruppi nehmen, um da reinzugehen. Andreas? Freitag beim Grillen. In der 10.000. Ja. Auf dem Würstchen. Auf dem Würstchen. Wir hatten auch vorher schon nochmal den einsamen Wolf erwähnt. Und also La Gruppi hat ganz viele Wahnideen. Wenn man dann bei den Leitsymptomen nochmal genauer darauf eingeht, aber eins eben von wegen, er gehört nicht zur Familie. Also wo man dann sagt, okay, da gibt es dann eben diesen Außenseiter oder diesen Einzelgänger. Und die Idee dazu ist Platin, hat auch das Gefühl, er gehört nicht zur Familie. Und das ist so dieses, okay, wenn der Freiheitsdrang so groß ist, dass aber die Individualität nicht drunter leiden sollte, dann kann es dazu kommen, dass es halt dann der Einzelgänger ist. In der Gefangenschaft genommen haben sie dann auch was von einem Omega-Wolf erwähnt und das ist der Prügelknabe. Und das ist auch ein Leitsymptom, weil so, wenn es immer einen gibt, der halt für alles herhalten muss, dann sollte man dem auch mal vielleicht Lucky geben, dass der eben in seine Kraft kommt. Und dieser Omega-Wolf ist eben dann immer der, der halt, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, der Depp vom Dienst halt ist. Aber in der freien Wildbahn, glaube ich, hat man sowas nicht gesehen, eben nur in der Gefangenschaft, wo sie das so diese Hierarchien dann nochmal weiter aufgedröselt hatten. Passen eben genau die Farben bei La Gruppi ist rot und schwarz, wie bei Merkur. Und was ich noch spannend fand, was du vorher auch gesagt hattest von wegen, ja, warum geht man in die Konfliktscheu und warum sagt man dann nicht die Wahrheit? Also bei Pulsatilla ist es ja, weil ich Angst habe, allein zu sein und verlassen zu werden. Und bei La Gruppi ist es so, dass er sich sagt, oh nee, das kann ich dem anderen nicht zumuten. Ich möchte den anderen nicht verletzen. Und das finde ich ist, wenn man diese vermeintliche Bestie vor sich sieht, eigentlich so der Widerspruch. Dass sich jemand so sehr zurücknimmt, um den anderen weh zu tun. Ja. Das waren jetzt eigentlich so meine Zusammenfassungen von der Signatur von der Wolfsmilch. Habt ihr noch Fragen zum Wolf? Gut, danke. Sehr, sehr, sehr schön.